Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich trinke hier gerade mal wieder meinen 2000 Kalorien-Shake. Schmeckt ganz gut diesmal. Also eigentlich wie meistens. Ich habe das Rezept ja optimiert und ich kriege so viele Anfragen. Wie geht der? Wie geht der? Ich habe schon mehrere Videos, wo ich den vorgemacht habe. Außerdem ist das ja mal eine Variation. Ich habe so 20, 30 verschiedene Variationen von dem Shake und fast alle schmecken wirklich sehr gut. Das Video geht jetzt los. Viel Spaß dabei. Meine neue Kamera ist angekommen, mit der filme ich gerade. Und zwar folgendes. Ich habe so lange verglichen. Und zwar die Sony RX 100 Mark 5 mit dieser hier. Und das ist die Canon G7X Mark 2. Sie ist fast doppelt so günstig. Ich habe sie natürlich wieder versichern lassen, weil ihr wisst ja, die ein oder andere Kamera fällt mir manchmal runter. Bis jetzt mit dem Clip, also Qualität, schreibt mal drunter. Also hier auf dem Display, ich kann nicht meckern. Ich kann euch auch gerne eine Nahaufnahme machen. Oh, ich bin dreckig vom Essen noch. Also ich habe die Kamera vor allem gekauft wegen des Touchscreens und wegen der besseren Tonqualität und weil sie viel günstiger ist. Die andere hat zwar eine bessere Zeitlupe und angeblich einen besseren Fokus, angeblich, weil bei mir war der echt nicht gut. Ich glaube, ich habe ein schlechtes Modell einfach erwischt. Hier funktioniert der Fokus allerdings perfekt. Also wie gesagt, ich teste die mal und dann gebe ich euch Feedback. Vielen Dank für das positive Feedback auf Instagram für meine Form-Update-Bilder und für das letzte Video, wo ich euch meine Form gezeigt habe. Kommt wirklich gut an, meine Massephase. Wie gesagt, ich habe am Anfang Kritik bekommen, einfach drüber gestanden, weitergemacht und nun habe ich mein Ziel von 90 Kilogramm Körpergewicht erreicht. Ich war noch nie in meinem Leben so schwer wie jetzt. Wie ich es geschafft habe, jetzt in einem Jahr 20 Kilo zuzunehmen. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die einfach nur zunehmen wollen. Es ist denen scheißegal, Muskeln, Wasser, Fett, Hauptsache mehr wiegen, Hauptsache massiger aussehen. Habt ihr Lust auf ein Kochbuch, wo ich meine Top Shakes vorstelle, also irgendwie meine Top 20 oder 30 Shakes, sagen wir 30 Shakes für jeden Tag im Monat einen anderen Shake, einfach zum Zunehmen mit 1000, 1500, 2000 Kalorien, weil das ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil, diese Shakes. Ihr wisst, ich trinke jeden Tag einen Shake, ein oder zweimal. Das war der Hauptgrund, warum ich so viel Masse zugelegt habe und wenn ihr da Bock habt auf sowas, dann kann ich mich mal ransetzen, dann mache ich so, mal so ein kleines Buch, so ein paar Rezepte, wie ihr so selbstgemachte Weight Gainer erstellen könnt, die lecker schmecken und sehr viel Kalorien haben. Also schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Okay, sie braucht ein bisschen und dann hat sie den Fokus. Aber wie? Gestochen scharf. Aber das Anmachen, muss ich feststellen, geht auch schneller als bei der Sony. Ich zieh sie raus, zack, ist sie an. So, da haben wir den Eugen. Ich schreib einfach komplett vor. Er sagt, nee, ich dachte, komm, ich komm kurz vor. Ich sag, Alter, was ist denn das? Ja, kurz vor. Und ich war am Punkt da. Was für Punkt? Ist doch kurz vor. Nein. Fast. Punkt ist ja fast kurz vor. 10 Minuten später einfach mal. Ja, aber fast kurz vor. Also insgesamt sind das fast 30 Minuten später. Krasser Bildstabilisator, ne? Ich merk schon, ja. Wie so ein Schwebestativ, Digga. Komm, ich zensiere euch. Kleine Jungs haben gefragt, ob wir YouTuber sind. Aber die wollen zensiert werden. Also schöne Grüße an euch, falls ihr das Video seht. Wir holen uns jetzt zwei, ein? Ja, jeder ein. Das ist aktuell meiner, den ich feiere. Aber der Fokus bockt, Alter, übertrieben von der Cam. Ich habe mich jetzt schon verliebt. Hast du jetzt noch ein paar? Ich nehme normale, ohne Schoko. Kannst du dann selber bezahlen. Zahl nichts Besonderes. Zahl mir. Da! Ja. Sind leer. Gesund. Sünde. Sünde, weil Fleisch ist gut. Fleisch ist Sünde. Wir haben doch noch ein bisschen Hunger bekommen, also ein kleiner Döner vorm Training. Ach, verdauen wir so ein, zwei Stunden. Das ist wahrscheinlich schon die fünfte Can, die runterfallen wird. Das ist echt mysteriös. Nee, eine Canon habe ich noch nicht fallen lassen. Ja, das fehlt ja noch. Nur eine Sony. Fehlt noch zur Sammlung. Irgendwann kommt Nikon, Probleme, alles durch. So, was wird denn gleich trainiert? Oberkörper. Wie immer. Beine so einmal im Monat. Also ich trainiere genauso oft Beine wie Oberkörper. Ja, ich auch. Beides einmal im Monat. Masse gegen Defi. Wir geben uns jetzt noch ein Motivationsvideo und zwar von uns selber.
ist vielleicht ein bisschen eingebildet oder klingt für euch so, aber für uns ist es eine Motivation, weil wir wissen, wie wir in unserer Topform waren. Wir wissen, das sind wir. Wir wissen, was können wir erreichen. Wir wissen, wir stopfen nicht. Und nicht, dass man sich so Videos anschaut, okay, und dann weiß man nicht, ob der natural ist oder nicht. Kann ich das erreichen oder nicht? Also sucht euch die Vorbilder, die ihr, was ihr erreichen könnt. Dokumentiert jedes Jahr jeden Fortschritt, jede Niederlage. Schaut es euch an und motiviert euch durch euch selber. Wenn von 100 Menschen nur ein Mensch an euch glaubt und dieser Mensch bist du, dann ist das genug. Wenn du einen Traum hast, 99 Leute sagen dir, lachen dich aus, sagen dir, dieser Traum wird nichts, wirst du nie schaffen. Und wenn du der Einzige bist, der an diesen Traum glaubt, dann reicht das. Dann wirst du das erreichen. Und, findest du es motiviert? Ja, man, also es geht meistens nicht darum, was man für einen Körper hat, sondern das, was man repräsentiert. Und das ist halt das, was vielen Leuten so wirklich fehlt. So dieses, dass du einen guten Körper hast, ist immer schön und gut. Man muss auch in sich selber Einsicht sein. Ich bin ja zum Beispiel nicht der beste Athlet, habe nicht die beste Genetik, habe auch nicht die besten Muskeln. Aber es geht halt darum, dass man Leute versucht, mit das, was man hat, zu motivieren. Und das gelingt dir wirklich auch am besten von allen. Und deswegen verfolgen dich auch anscheinend so viele Leute. Und das sind jetzt mittlerweile 100, 2000. Ihr müsst immer so schauen, was macht euch Spaß und was könnt ihr besonders gut. Und wenn die beiden Sachen übereinstimmen, dann könnt ihr nur erfolgreich werden in dem Bereich. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch etwas kann, was kein anderer kann, was diesen Menschen besonders macht. Und wenn man es schafft, diese eine Sache zu seinem Beruf zu machen, dann wird man erfolgreich und dann wird man langfristig glücklich, persönlich und im Beruf. Hier ist es wirklich sehr dunkel, also die Augen können kaum was sehen. Ich sehe, die Kamera fängt trotzdem noch ein bisschen Licht ein von der Laterne, also auch sehr gute Lowlight-Performance. Wir trinken noch einen kleinen Pump-Shake, Citrullin, Arginin und ein bisschen BCAAs mit Geschmack. Eugen hat auch einen, selber Shaker. Werbung an dieser Stelle für MyProtein. Link in der Beschreibung.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie ihr sehen könnt, bin ich todesfertig. Ich gehe erstmal schlafen. Morgen geht's dann weiter. Fitnessfreunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ihr interessiert seid an dieser Kamera, ich bin jedenfalls begeistert, werde ich euch den Link unten reinpacken. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ach ja, und auf jeden Fall schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr solche Vlogs sehen wollt oder weiterhin so selten Videos wie bisher. Einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche. Was wäre eure Präferenz? Was wollt ihr sehen? Schreibt es unten rein. Dankeschön. Ciao.